Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight. Ja, wir haben im letzten Part so einen dicken Dude besiegt. Gucken wir mal nach, ob der jetzt wieder da ist, nur wenn ich den Raum wechsle. Respawn. Nichts respawn, gut. Und wir haben hier auch so eine richtig schöne, nette Raupe. So ein Knuffelding. Aber hier auch tatsächlich gleich mitgenommen. Mal schauen. Mal gucken hier mal weiter hier. Runter tiefer. Tiefer in Hollow Nest. Da schauen wir uns mal. Die Viecher da oben sehen schon mal nervig aus. Bin mir hundertprozentig sicher, sind sie auch. Oh, nice. Geld. Nehme ich mal stark an, dass das Geld ist. Oder zumindest Seelen sind es ja nicht, ne? So wie zum Thema Dark Souls, den ganzen Gedöns. Seelen haben wir jetzt, die sind ja das weiße Zeug nebenan. Was in unserem Kopf anscheinend zu sein scheint. Haben wir noch so ein paar nervige Biester. So eine gelbe Sapsche loswerden. Okay. Die haben ja auch gelbe Augen. Also irgendwie scheint die Farbe gelb nicht ganz so positiv annotiert zu sein. Schauen wir mal. Ein Jumper. Okay. Wie sie zusammenkrabbeln, wie so ein Insekt. Was es ja auch ist, also insofern, ne? Aber naja. Ein nettes Detail. So, dann nehmen wir dich mal gleich mit. Nageln wir dich mal zu Boden. Okay, du nagelst mich hier, so wie es ausschaut. Das klingt so falsch. Naja, egal. Ich piekst dich mal zu Boden, ne? Ja! Okay, dann weiter. Was haben wir hier? Noch so ein kleiner Wuselmich. Noch so ein dicker Zombie. Alter, da oben noch so ein Madengeding. Knuffig Madending. Ach, komm schon. Nee, komm ich nicht hin. Und dann freut er sich auch noch so richtig. Ah. Ja, komm schon. Nee. Nee, ich glaube, ich komme da nicht so einfach hin. Ja, komm schon. Keine Coyote Time. Nein! Okay. Oh. Dann wird es auch noch wehmütig, wenn ich es nicht schaffe, ne? Hier mal so ein bisschen zu springen. Okay. Anscheinend wird das auch nichts. Ja, komm schon. So, dann schauen wir mal, was wir hier so alles finden. Come on. Weiter. Vermute mal, dass er aufgrund der Tatsache, dass es hier ein Roguelike ist, dass ich hier noch später Fähigkeiten bekomme. Mei, ist das eine dicke Fliege. Und der Sound vor allem, die machen. Wie so ein Zweitakter. Komm schon. Kabam. So. So eine komische Leiter. Warum sind hier Wegen auf der Leiter? Bewegte sich das früher mal? Interessant. Die Range ist auch eher etwas mies. Na komm schon. Aber sie scheinen ein bisschen ziellos in der Gegend herumzuäugeln. Guck mal. Zerdatscht wie eine Fliege. Ja, gucken, was haben wir hier? Huhu. Ah! Madchen! Nice! Hallo! Hallo! Oh. Hallo, Alter! Nice! Ihr kriegt Cash! Oh, nice! Ja. Ich hätte es allein für diesen Anblick getan, muss ich ehrlich sagen. Meine, das ist knuffelig. Ja, wie war das noch? Kill the animals oder save the animals, ne? Ja. Also GDC, wenn das den einen oder anderen was sagt, ne? Also, GDC ist ja, GDQ, was, Entschuldigung. Games Done Quick. Und die haben ja immer einen Metroid, Run am Ende. Ich sollte mich ein bisschen mehr aufs Kämpfen konzentrieren, kann das sein? Okay, das war jetzt aber nur die Kante, ne? Und die haben immer einen Metroid Run am Ende. Und da hat man ja zum Schluss die Möglichkeit, Tiere zu schützen. Problem ist nur, Tiere schützen dauert länger, als sie nicht zu schützen.
Und das ist ja ein Marathon-Event. Das heißt, je schneller man wird, desto besser. Und dann lassen sie die Leute immer abstimmen darüber, ob sie die Tiere schützen oder nicht. So, kill the animals or save the animals. So, kleine Side-Trivia. Ah, ich lande ja auch wirklich in... ohne die Saved, die Invincible Time hätte ich jetzt auch wieder eins abgekriegt. Ich lande ja immer im an Orten, wo es nicht so besonders viel, wie sagen wir es so, gesundheitlich optimal ist. Ich muss ja mein Skill-Ruf gerecht werden. Oh, Papier. Oder Schal? Nee, Papier. Hallo, wer bist du denn? Oh, dann Chatsu da. Hallo, wer bist denn? Bist du hier unten? Bist du hier unten, um diese schönen alten Ruinen zu erkunden? Betrachte mich gar nicht. Ich habe auch eine Schwäche fürs Erkunden. Sich zu verirren und dann den Weg wiederzufinden, ist ein Vergnügen wie kein anderes. Wir haben großes Glück und du und ich hier, ne? Ich bin Kartograf vom Beruf und fertige gerade eine Karte von diesem Gebiet hier an. Möchtest du eine meiner Arbeiten kaufen? Boah, Karten sind schon mal geil, nehme ich gern. Halte LB gedrückt, das ist bei mir, glaube ich, R1. Oh, eine Karte kann nützlich sein, aber allein zeigt sie dir nicht, wo du bist. Wenn ein Orientierungssinn nicht der beste sein sollte, empfehle ich dir, bei meiner Frau Isabella einen Kompass zu erwerben. Sie ist gerade dabei, unser Kartengeschäft in Mistmund zu eröffnen, indem wir die verschiedenen Dinge verkaufen, die für Reisende wie dich nützlich sein könnten. Manchmal verkauft sie sogar meine alten Karten. Ich besuche sie immer, wenn ich mit einer Karte fertig werde. Sie freut sich dann immer so sehr, wenn sie mich zu sehen. Cornifer, dann bist du das tatsächlich, der da oben war, ne? Ich erinnere mich an diesen Namen. Ich bin zwar hohl im Kopf, aber nicht unbedingt vergesslich, sagte er und vergaß instant, was er als nächstes tun wollte. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe mich gerade gar nicht vorgestellt, oder? Ich sollte mich entschuldigen. Wenn man so viel Zeit alleine in seinem eigenen Gedanken verbringt, vergisst man die Etikette der Konvention. Mein Name ist Cornifer, das haben wir schon deduziert. Und ich habe es schon immer geliebt, die Welt zu erkunden. Ja, direkt nachdem ich geschlüpft bin, bin ich sofort losgelaufen und habe meine Brüder und Schwestern, unsere arme Mutter, zurückgelassen. Oha. Das war aber immer mal keine angenehme Nestwärme, kann ich dir gleich sagen. Genau aus diesem Grund bin ich so schnell, wie ich heute mit meiner Frau in... Genau aus diesem Grund bin ich so schnell, wie ich konnte, mit meiner Frau nach Mistmund gezogen. Ein riesiges, unendliches Königreich, das erkundet werden möchte. Gleich vor der Haustür. Wer könnte da widerstehen? Jeder, der ein friedliches Leben führen möchte. Jeder, der keinen Nagel hat oder keinen Nagel haben möchte oder jemand anderen nageln möchte. Und jeder, der nicht unbedingt sofort einen Todeswunsch hat. Wie dem auch sei, ich habe mich von deinen Reisen nicht aufhalten. Ich will dich auf deinen Reisen nicht aufhalten, so rum. Naja, ich habe mich komplett verdammt. Ich bin wieder zu tief in meinen Karten, tut mir leid. Ich bin ein bisschen alt und senil. Ich habe auch die Stimme von dem alten Herrn bloß ein bisschen jünger. Na, also, so insofern. Mit ein wenig Glück sehen wir uns bestimmt wieder. Mach ich's gut und pass auf dich auf. Na? Wie findest du meine Karte? Ich habe so viel, ich konnte eingetragen, aber leider sind alle Karten noch in Arbeit. Ja? Wir haben, wenn du sie selbst vervollständigen möchtest, kannst du meiner Frau in Mistmund ein paar Kartografie-Utensilien abkaufen. Wir haben ein kleines Geschäft gegründet, um über die Ruinen zu kommen. Über die Runden zu kommen. Über die Ruinen kommen wir so oder so auch. Also wir sind ja oben in Dirtmund. Also, du weißt schon. Ne? Gucken wir mal uns die Karte an. Das ist L. Ne? Okay. Das ist mal... Also da ist Cornifer. Ne? Okay, interessant. Wie findest du meine Karte noch in Arbeit? Okay, das haben wir alle schon gesehen. Na, ist hier Werbung für meinen Shop machen. Hier, like und subscribe in Chat. You know. Du weißt, wie die Werbung funktioniert. So, okay.
nettes Gesümmchen hier. Dann gucken wir mal weiter, was Corny noch so alles hier nicht eingezeichnet hat. Zum Beispiel diese tödlichen Stacheln. So. Oh, super geil. Stalaktiten kommen gleich runter. Nee, das ist überhaupt nicht lustig. Was war denn das da hinten? Aha. Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Angenehm, ihre Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Hollow the Knight. Wie heißen Sie? Wurm der Zahn? Ich glaube, ich kenne da in einem ganz fernen Land einen Drachen, der ganz mit Ihnen was zu tun haben wollen würde. Zumindest hat er auch viele Zähne um sein Loch herum. Also, gucken wir mal. Ja. Nee, okay, da hoch kann ich nicht. Oder zumindest glaube ich nicht. Dann schauen wir mal. Kann ich die töten? Nee, sie hört sich ziemlich hart an. Die sind hart im Nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Alter, hast du einen dicken Ranzen. Und dann furzt sie da noch mehr von sich raus. Wahnsinn. Ah! Ja, ah! Killerinstinkt. So, ja. Gleich frisch geboren, schon tot, ne? Oh, ich höre wieder so ein Madechen. Hallo! Hallo, wie geht's dir, Kleine? Ne? Ja, machen wir mal frei hier. Sag Papa Bescheid, ne? So, gut, passt. Instant Death. Na, ich hab ein Leben gerettet, muss ich sofort mein eigenes drauf geben, ne? Super. Das ist nicht mehr Hingabe. Das ist alles irgendwie, ne? Das gehört zum Style. Okay. Gucken wir mal hier. Ah, ich komme da wirklich nur so. Ich komme da immer nur so ums Arschlecken nicht hin. Vielleicht nur, weil ich ein bisschen zu doof bin. Ah! Nee. Gerade so um das Frecken nicht. Ah! Nee. Ich fühle mich so ein bisschen doof, ne? Man kann auch auf denen hier herumspringen. Interessant. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ist ein bisschen Skill. Erwarte nicht zu viel von mir. Guck mal. Okay. Ja. Tatsächlich, hat funktioniert. Ha! Ich hab Skill! Ha! So. Oberaffen, das ist geil. Ja. So. Manne! Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber. Ne? Wir hören wieder Corny in der Ecke rumwuseln. Ah, da hinten geht's so weiter. Ich habe das komplett übersehen. Mental nicht wahrgenommen. Was haben wir hier? Manne! Sehr geil. Geht die Hälfte links und rechts flöten, hä? So. Hey, da ging's noch weiter. Interessant. Well, hey! Hey! Mein Mann, hä? Okay. Muss ich Viech töten? Muss dich kaputt machen? Und ich die mache kaputt. Okay. Das war der härteste Endboss ever. Oh Gott, jetzt zwei von euch. Gleich den Endboss doppeln. Wäh. Chill, Mann. Denk doch mal an die Kinder. So, guck mal hier. Der denkt nicht mehr an die Kinder, das kann ich dir gleich sagen. So. Okay, nice, das ist jetzt wieder frei. So. Manne! Jedes kleines bisschen. Bin not sponsored and shit, ne? Ich muss jedes Geld nehmen, was ich kriegen kann. So. Gehen wir hier mal weiter. Was haben wir hier noch? Gucken. Mehr Money! Nice. Mhm. Was geht's hier? Hier geht's anscheinend nochmal weiter. Okay. Mhm. Ha, nice. Ah, hey, geil, das gibt's sogar. Gibt Seelen. Ey, chill, Alter. Jetzt fehlt nur noch eine Bank. Ja. Und wenn man von Daifi spricht, da ist eine. Ist sogar von unserem lieben alten Herrn vorgewärmt. Nice.
So lässt sich leben. Ins Wasser schmeißen. Face vorne an, ne? Und dann abtrocknen lassen, ne? Gut, nice. Nice. Aber ich möchte wieder mal baden gehen. Das ist auch die Temperatur dafür. Das ist was witzig. Ich habe den ganzen Sommer über musste ich in der Schule arbeiten. Konnte nicht mal zum Baden gehen. Ah, Alter. Das ist mein Cash. So, hier. Gehört jetzt mir. Haha. Werde ich irgendwann mal den nichts tun. Und wieder sich mal an einem See hinschmeißen und dann einfach mal sagen, gut ist. Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Bier auf Guss, damit die Kruste schön springt. Ne? So. Okay, dann weiter hier. Mann, ich finde es ja angenehm, dass wir nicht sofort Insta-Death sind, also nicht direkt Insta-Death, sondern einfach nur zurückgesetzt werden, wenn wir irgendwie mal was draufgehen. Also so in Stacheln und so weiter. Nur Gegner können mich tatsächlich töten. Um es in Dead Cells zu formulieren, mein Körper wurde geschändet. Na, komm schon, bam! So, hier. Alles mitnehmen. Eine Höhle nach der anderen. Und auch immer Platz halten für die ganzen. Für das Seelenzeug, glaube ich, war's. Mit Doppelwurm. Okay. Sammeln! Okay, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Oder ich gehe gleich runter, ne? Geht auch. So. Noch einen von diesen Münzchen aufnehmen. Wie nennen wir das? Brocken. Hat was Gothic-artiges. Ja, wir nennen es Brocken. Oder Erz. Schlechte Idee, glaube ich. Ja, einfach nur reinrennen ist auch nicht. Aua. Lass mich doch einfach meine Gier, ne? Okay, nur einmal hauen geht. Mehr geht's nicht. Okay, das ist jetzt aber wohl verdient, ne? War ungeduldig. Ah! Das war ja mal intelligent. Okay, dann respawn ich auf dieser Bank auch noch. Gut, dann muss ich das Gefasen von dem alten Herren nicht mehr antun. By the way, kann ich mal gucken, wie weit können wir eigentlich uns aufladen mit den gebrochenen Helm? Was haben wir, den gebrochenen Gefäß? Tatsächlich. Mit den gebrochenen Gefäß können wir uns nicht voll aufladen. Das ist tatsächlich noch ein bisschen Dark Souls-ig. Das heißt also, mein Estus geht kaputt. Super. So. Dann gehen wir hier mal weiter und gucken mal, ob wir unseren geistigen Kollegen mal wieder zusammenholen können. Zusammenkratzen. War das hier? Sieht ein bisschen anders aus. Ja, aber wir sind das letzte Mal oben rumgelaufen. Ja, komm weg da. Ja, so kriegen wir das nicht wieder. Und er sitzt natürlich auch oben. Ja. Kollege, warte mal kurz. Ich komme gleich. Da kommt auch noch so ein Alice im Wunderland Musik. Supergeil. Kollege! Komm wieder zurück. Wir haben Geschäfte zu verrichten. Very nice. Vielen Dank. So, dann haben wir uns mal wieder fokussiert. Schauen wir mal weiter. Wer diesen Part Corny gefunden? Und wie sieht es eigentlich mit der Karte aus? Oh, ich habe ein Inventar. Karte. Haben wir hier Fokus. Dann haben wir hier alter Nagel. Mein alter Nagel. Haben wir hier eine Karte. Okay, vergessene Wegkreuzung. Wir sind off-grid. Ich glaube, wir sind nicht auf der Karte hier gerade. Mal sehen, was das taugt. So. Ah, da ist noch Geld. Hier ist noch Gold. Oder nee, Brocken. Whatever. So, jetzt haben wir Geld. Jetzt haben wir einen Haufen Geld, aber ich wüsste exakt nicht, woran ich ausgeben sollte. Was da? Gehen wir einfach mal schnell hoch. Und was haben wir denn da?
Oh, das leuchtet hell und das leuchtet schön. Das leuchtet fein. Das muss wohl das Gretchen sein. Aber da komme ich gerade nicht hin. Ja, wahrscheinlich mit Doppeljump oder irgendwas in der Richtung. Doppeljump, Walljump, der Klassiker, ne? Du kennst diese ganzen Games. Was haben wir hier? Da oben ist ein Pfeil. Ach, das ist der Pfeil zu dieser heißen Quelle. Nice. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir sind und wie wir da hinkommen. Oh, noch mehr Geld. Rocken. Hast du eine Tüte Erz? So, hier haben wir mal. Nice. 370 Geld. Nice. Okay, ich komme da nicht mehr rüber. Hey! Lass mich raus! Okay, ich habe das Gefühl, wir hängen hier gerade etwas fest. Und wir sollen hier vorher noch irgendwas erledigen, interessanterweise. Okay. Oder wir können das so rüberlösen. Genau, da war ja unser Freund, der Corny. Genau, hier. Jetzt sind wir wieder auch auf der Karte. Verlasst euch auf jeden Fall nicht auf meinen Orientierungssinn. Der ist wie Bockwurst, das geht gar nicht. Okay, jetzt sind wir hier in diesem... Okay, einfach hoch und dann rechts. Okay, schön. Okay, da kann ich nicht durch, schade. Kein Clipping Through. So. So, dann cruisen wir mal weiter. Und hier dann müssten wir jetzt rechts irgendwo weitergehen. Also ich habe das gesehen, dass wir dann noch weiter rechts können. Aber ich würde dann doch gerne... Na, guck mal, können wir hier hoch? Ja. Okay, ich kann auch einfach interagieren. Okay, nice. Sehr nett. Dann... nein! Oh. Sofort hoch wieder. Komm schon. Geh hoch. Jetzt auf die richtige Seite. Super. Mhm. So. Easy, Alte. Hallo. Barpanada. Okay, was für eine Stimme gebe ich ihr denn? Ja, hallo. Bist du gekommen, um eine Karte zu kaufen? Eigentlich müsstest du mit meinem Ehemann das Geschäft machen. Doch Überraschung, er ist wieder unterwegs. Wer hätte es gedacht? Die alte Kanüle. Gelegentlich taucht er auch mal wieder auf, um eine neue Karte in meinem Laden vorbeizubringen. Doch ich wünschte, er würde ein bisschen mehr Zeit hier oben verbringen. Ja, du weißt, mit mir und so weiter. Er ist aber viel unterwegs. Ich interessiere mich selbst nicht wirklich für den Handel. Nun denn, lass uns noch mal sehen, was ich dir verkaufen kann. Der Kompass. Oh. Das Zeug da, ja. Okay, dann aber nehmen wir mal den Kompass mal, weil... ist ja da, ne? Talisman erhalten. Rüste den Talisman aus, um einen mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Um deinen Talisman auszurüsten, öffne das Talisman-Menü, während du auf einer Bank ausruhst. Okay. Barpanada. Okay, Barpanada. Ne? Und dann geben wir noch eine Feder. Oder was hast du die noch gemacht? Die hätte ich mir noch leisten können. Hier kannst du... Das sind wahrscheinlich die Utensilien für die Kartenerweiterung, oder? Die ja, von denen der Corny gesprochen hat. Die hier wirst du brauchen, um eine Karte in neuen Gegenden versehen möchtest. Ah ja, genau. Stimmt. Mhm. Gut, dann haben wir auch schon unser ganzes Geld verbraten. Sehr schön. Markierungen? Nadeln? Was ist der Unterschied zwischen Nadel und Markierung? Okay, Nadeln, sie sind automatisch platziert, soweit ich das sehe. Und die kann... auf deiner Karte zu kennzeichnen. Ich vermute mal, dass man die von Hand setzen kann, dass man sich so Merkpunkte setzen kann, ne? Gut. So, easy haben wir leider nichts mehr, wir müssen weiter. So, dann flanschen wir uns mal auf die vorgewärmte Bank. So, vielen Dank, alter Herr. Mhm. Ein Talisman zu Menü zu öffnen, drücke das hier. Mhm. Okay, ich habe nur den Kompass. Okay, flansch. Ich hab da noch einen zweiten Sockel, okay. Inventar und die Karte. Interessant. Also, wir jetzt waren. Also das, was jetzt hier gepunktet angezeichnet wird, habe ich nicht gesehen. Und alles, was so durchgezeichnet ist, habe ich gesehen. Okay, nice. Gut zu wissen.
Gut, dann würde ich mal sagen, war's das für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Hollow Knight. Für die Gott!